Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Bocek und heute zu Gast Marcel Harman. Marcel, kannst du dich gleich mal selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Mein Name ist Marcel Harman. Ich bin Co-Gründer und CEO der DeFi Swiss AG. DeFi Swiss AG hat ein Produkt, die Tor Wallet. Da kommen wir später noch etwas dazu zu sprechen. Dann bin ich auch Co-Gründer vom DEC-Institut. Das steht für DLT Education Consortium. Wir bieten verschiedene Universitäten sind angeschlossen an diese Association und bieten Kurse, nicht Kurse, sondern Zertifizierungen, Online-Zertifizierungen im Blockchain-Bereich an, zum Beispiel den Chartered Digital Asset Analyst. Dann bin ich auch an der Hochschule Luzern Co-Studiengangsleiter im CAS Crypto Finance und Cryptocurrencies, konnte diesen mit aufbauen und bin da zusammen mit Professor Grivas federführend. Und dann bin ich auch noch im Board von der Crypto Valley Association, hier im Crypto Valley. Ursprünglich habe ich einen Finance-Hintergrund von der Uni Zürich, bin aber eigentlich das ganze Leben in der IT tätig gewesen und auch im selbstständigen Bereich, verschiedene Startups mitgegründet, hochgefahren, verschiedenste Stadien. Genau. Vielen Dank. Du hast gesagt, an der HSLU gibt es ein CS Crypto Finance. Was für Themen behandelt ihr dort? Also was sind dort für Schwergewichte? Crypto Finance ist der zweite neuere Kurs, eine Art ein Spin-off vom CS Blockchain, da wir gesehen haben, dass die Nachfrage sehr groß ist aus der Finanzindustrie und dementsprechend ein ganzer CAS auf diesem Bereich abgestellt werden kann. Wir starten mit einem Modul mit der Basistechnologie. Der CAS Crypto Finance ist ein Joint Venture zwischen der Hochschule Luzern Informatik, wo ich bin, und dem IFZ Finanzen. Also beide Departamente arbeiten da zusammen. Das erste Modul ist sehr technisch lastig, da wird die Blockchain-Technologie sehr vertieft erklärt, anhand von Blockchain, dann anhand von Bitcoin, aber dann natürlich auch andere Blockchains. Dann schauen wir die verschiedenen Infrastrukturen an, die es in Crypto Finance braucht, von Custody Solutions, die jetzt gefragt sind, um diese Tokens bzw. die Private Keys auch aufzubewahren. Andere Industry Player wie die STX kommen vorbei, die Swiss Digital Exchange, die Tochterfirma von der Sixt, die Security Tokens, also eigentlich digitale Aktien auf der Blockchain lancieren wollen. Dann haben wir wirklich unterschiedlichste weitere Formate. Wir schauen Trading an. Krypto wird 24/7 getradet, die Erfahrungen sind da teilweise ganz anders, die Volatilitäten sind anders. Was sind die verschiedenen Tokenarten, die es gibt? Wie kann man in Krypto investieren, direkt, indirekt, mit aktiven Produkten, passiven Produkten? Dann schauen wir auch DeFi mit einem eigenen Modul an. Zuerst eine Einführung, was ist Decentralized Finance, was für Produkte gibt es da schon, gehen dann in einen Hands-on-Tag rüber, wo die Leute dann MetaMask installieren müssen, auf einer Exchange, zum Beispiel Uniswap, einen ersten Token traden müssen, Lending und Borrowing schauen wir an, aber sehr hands-on. Dann gehen wir nochmals etwas tiefer mit James Chung, einem Dozenten, der dann auf Code-Ebene diese Protokolle nochmals auseinandernimmt, dass die Köpfe rauchen für unsere Teilnehmer. Und dann auch im letzten Teil gehen wir noch in Compliance and Regulation. Wenn sich jetzt eine Bank neu ausrichten will und Kryptos mit einbeziehen, was bedeutet das für sie? Wie muss die Compliance aufgebaut werden, dass auch die Kryptos compliant gehalten und getradet werden können? Das ist dann so der Abschluss. Genau. Volles 3- bis 4-monatiges Programm.
Das ist relativ umfangreich, ja. Das sieht sehr spannend aus. Vielleicht noch eine Frage, wie bist du in die Kryptowelt überhaupt eingestiegen? Eingestiegen bin ich etwa 2017, Mitte, Ende, etwas vor dem Bullrun, bis es auf 20.000 zum ersten Mal gestiegen ist, kurz davor eingestiegen. Darauf aufmerksam wurde ich schon vorher. Ich habe mir mal überlegt, eine kleine Mining-Farm selbst irgendwo zu betreiben. Das war vielleicht 2-3 Jahre noch vorher, habe das dann nicht durchgeführt. Blockchain nur so am Rande mitverfolgt, nie aktiv, bis dann eine Freundin von mir einen ICO lanciert hat. Wir waren eigentlich in stetigem Austausch. Im Startup, wo ich tätig war, wir waren ebenfalls gerade in der Funding-Phase. Und sie hat innerhalb von 7 Tagen 20 Millionen geraced. Und das war dann der Trigger, wo ich gesagt habe, so, wie bitte, was hast du gerade gemacht? Weil es für ein Startup ein sehr viel Geld und Fundraising braucht sehr viel Zeit, was eigentlich von der Kernkompetenz, nämlich das Produkt, was du bauen willst, dann ablenkt. Dementsprechend, wenn du auf einen Schlag viel Geld einsammeln kannst, dann weißt du, ich kann die nächsten 3-4 Jahre oder länger bei so einem Betrag sehr konzentriert arbeiten auf mein Projekt hin. Dementsprechend habe ich dann einen Deep Dive gemacht und seitdem bin ich 100% nur noch in Krypto tätig. Also ab dem Moment, ab diesem Telefon, habe ich eigentlich mein Ziel gefunden. Ich liebe IT, ich liebe Finance und Crypto Finance oder Cryptocurrency ist genau die Schnittmenge davon. Okay. Und was ist momentan gerade das heiße Thema? Du hast gesagt ICO, das war 2017. Was ist jetzt so momentan gerade angesagt? Wir hatten einen NFT-Sommer sozusagen, also NFTs, Non-Fungible Tokens, waren extrem heiß. Immer noch heißig, aber nicht mehr so extrem wie im Sommer. Also die Art, also Bilder oder einzigartige Abbildungen auf der Blockchain, die dann getradet werden, und die CryptoPunks beispielsweise als bekanntestes Beispiel. Da gibt es ja dann auch verschiedene Arten, wie man NFTs erstellen kann etc. Aber das war sicher super heiß. Dann DeFi generell, also Decentralized Finance oder DeFi 2.0 jetzt langsam, wo die Protokolle wie Uniswap, Aave etc. in die nächste Phase zünden. Uniswap mit V3, das wurde vor ein paar Monaten lanciert, dann beispielsweise Aave und Compound, die zwei Protokolle gehen, möchten die institutionellen Investoren, die sehr viel Geld haben, einfangen und diese auch näher zu DeFi bringen. Das ist also definitiv auch sehr heiß. Und was noch? Ja, tendenziell sind alle sehr gespannt, was Bitcoin jetzt macht. Viele sprechen von einem neuen Bull Run, All-Time High, schon geknackt. Ich glaube, oder? Also sie hatten einen All-Time High und jetzt hat gerade auch Ethereum einen All-Time High. Also es geht momentan in Richtung nach oben. Genau, richtig. Also da schauen bestimmt auch viele Leute drauf. Genau. Und du hast gesagt, DeFi 2.0, was war bei 1.0? Oder ist das eine stetige Weiterentwicklung? Ja, grundsätzlich würde ich sagen, ist es eine stetige Weiterentwicklung. Die Protokolle oder wie Uniswap, SushiSwap, die wurden eigentlich während dem Kryptowinter entwickelt und da hat man wenig von denen gehört. Und dann eigentlich im perfekten Zeitpunkt mit dem neuen Aufschwung nach dem Kryptowinter wurden diese lanciert und haben einen unglaublichen Schub gegeben. Und die DeFi wird permanent weiterentwickelt. Also es wird nie gestoppt, iterativ, permanent verbessert und dementsprechend kann man sagen 2.0 oder 3.0, wie auch immer, aber das entwickelt sich stetig weiter, bis es hoffentlich das jetzige Finanzsystem dann irgendwann komplett ersetzt. Gut, zu der Frage kommen wir dann ganz am Schluss. Wie sieht die Zukunft von DeFi aus?
Aber jetzt, du hast erwähnt, du bist Gründer von DeFi Swiss, das hat ja DeFi im Namen. Was ist das genau? Was machst du dort genau? Genau, und DeFi Swiss wurde neu gegründet, ja, mit dem Ziel, DeFi-Projekte und Produkte zu entwickeln. Grundsätzlich in alle Richtungen, von Consumer zu, also Community-Produkten, aber auch für institutionelle. Jetzt im Moment haben wir ein Produkt, das ist die Tor Wallet, eine Cross-Chain DeFi Wallet. Die können wir uns gerade mal kurz anschauen, also wenn wir hier auf den Screen gehen, das ist Tor Wallet. .org. Ihr seht da schon, ich bin auch ein bisschen befangen, ich bin auch ein bisschen mit Tor Wallet beschäftigt. Das heißt, wir entwickeln auf GitHub und Tor Wallet ist, gibt es eine Seite, torwallet.org. Das ist diese Seite hier und das ist diese App hier, oder? Genau, richtig. Ja, die Was kann dann die App? Also wenn es um DeFi geht, was gibt es alles für Funktionalitäten? SendBTC, gut, das ist nichts Spezielles, das können ganz viele Wallets auch. Absolut. SwapBTC, das kann ja zum Beispiel Binance auch oder Kraken kann das auch. Da sieht es schon ein bisschen spannender aus. Also, was sind die Eigenschaften, die speziellen Eigenschaften von dieser Tor Wallet? Genau, also wie du gesagt hast, grundsätzlich ist es eine Wallet, eine Non-Custodial Wallet, das heißt, du bist immer Herr über deine Private Keys. Du hast auch Binance erwähnt, das bedeutet, deine Kryptos sind nicht bei Binance gelagert, was tendenziell ein Risiko sein kann, sondern sie sind immer bei dir. Genau, Non-Custodial Wallet gibt es in dem Sinn viele. Was wir jetzt noch gemacht haben, sind alle Funktionalitäten, die es in DeFi gibt. Wir bauen auf der Torchain auf, diese zu integrieren. Das bedeutet, wir können im App traden, swappen, alles on-chain. Das heißt nicht zentral bei Binance, sondern alles auf der Blockchain selbst. Hat höhere Fees, gibt aber die Möglichkeit, dass es eben dezentral gemacht wird, das heißt, du musst keine Angst haben, dass irgendjemand mit deinen Kryptos wegrennt. Das schon, aber ich muss dann selber aufpassen, dass ich den Schlüssel oder das Passwort nicht verliere. Genau, natürlich, den Private Key, den musst du irgendwo sicher deponieren. Ja, genau, wie bei deinem Ledger Nano oder deinem Hardware Device, musst du deinen Seed Phrase irgendwo sicher, am besten in einem Safe irgendwo bei einer traditionellen Bank wieder hinterlegen, genau. Mhm. Also das ist der Swap, das heißt... Der Swap, genau, dass der Swap überhaupt möglich wird, braucht es einen Liquidity Pool. Man kann also auch im App Liquidity providen, man kann auch Liquidity minen. Mhm. Also in diesem Beispiel jetzt kann man zum Beispiel sagen, hey, ich habe Bitcoins irgendwo herumliegen und die brauche ich jetzt gerade nicht und ich möchte die gewinnbringend anlegen, dann kann ich hier meine Bitcoins hinterlegen und dann werden sie in diesem Pool dann aufgenommen und man bekommt da einen Zins, genau. Genau, richtig. Also man kann sich das so vorstellen, bei einer zentralen Exchange gibt es ein Matchmaking, oder das Angebot und die Nachfrage. Bei einer dezentralen Exchange mit einem Automated Money Maker wird immer ein Preis gestellt aufgrund von einem Pool von Tokens. Das heißt, ich gebe jetzt in deinem Beispiel die Bitcoin-Tokens in den Pool hinein und damit wird getradet. Wenn Leute Bitcoin traden wollen, kommt es aus diesem Pool. Das Trading kostet eine Fee. Und die Fee wird aufgeteilt. Bei Torchain ist es so, 50% an den Tor-Node-Betreiber und 50% zu dir als Liquidity-Provider. Also so kommen dann dieser Zins, dieser APR zustande. Genau, so dieser Zins zustande, dieser APR, der ist dadurch wesentlich höher als bei dezentralen zentralen Orten. Also ich kann meine Bitcoins auch zu BlockFi, einem
zentralen Verwalter sozusagen hinterlegen. Dort sind dann die Zinsen vielleicht bei 0,75% und nicht bei 18%, weil der einen großen Teil für sich beansprucht, während eben hier, wie eigentlich das, warum Blockchain erfunden wurde, die Mittelmänner werden ausgeschaltet und du direkt kriegst daher die höheren Fees. Und wo sind die Gefahren? Also wenn ich mich heute im Zinsumfeld bei den aktuellen Finanzinstituten umsehe, die Großbanken, die zahlen Nullzins oder dann fast auch, wenn man zu viel Geld hat, Negativzins. Wie kann es dann sein, dass man hier 8% verdient? Gibt es da nicht auch eine Gefahr, dass man das auch verliert? Ja, also die Risiken, es gibt Risiken, absolut. Vielleicht ganz kurz vorweg, die Zinsen sind tendenziell so hoch, weil, wie eben angesprochen, die Mittelmänner ausgeschaltet werden. Das heißt, der Teil, wo man Geld verdient, fließt direkt an dich oder an diejenigen, die auch ins Risiko gehen. Das heißt, auch langfristig gesehen ist diese Methode spannender, als wenn man mit Intermediären zusammenarbeitet. Jetzt ist es aber so, das, also warum ist das wichtig? Es ist für die Zukunft wichtig, weil es ist eine sehr junge Technologie und da kommen auch die Risiken mit ins Spiel. Langfristig, wenn technologische Risiken werden minimiert, das ist standardmäßig so, auch beim Entwickeln vom Internet waren die Risiken früher höher und heute ist das Internet überall. Die Risiken sind einerseits, ich würde zwei hervorheben, es gibt gerade im Liquidity Providing spezifisch den sogenannten Impermanent Loss. Man muss nämlich immer zwei Tokens zu 50% hineinlegen, also einerseits den Bitcoin und jetzt hier bei uns den Rune Token. Mhm. Und weil mit diesem Pool ja getradet wird, ist es nicht mehr immer 50-50%, sondern vielleicht hast du dann mal zu einem gewissen Zeitpunkt 60-40. Und je nachdem, wenn du das vergleichst mit, wenn du nicht gepoolt hättest und den jetzt vorherrschenden Preisen im Markt, kann es sein, dass du einen Impermanent Loss hast, also einen Buchverlust, den du aber noch nicht geschrieben hast. Erst in dem Moment, wo du ihn dann realisieren würdest, würdest du ihn realisieren. Wir haben hier, die Torchain hat hier ein Impermanent Loss Protection, wo du pro Tag 1% gedeckt bist. Also nach 100 Tagen werden diese Risiken vom Protokoll selbst gedeckt. Das zweite Risiko, würde ich generell sagen, ist einfach das Risiko in die Technologie. Die Torchain, wo wir jetzt darauf aufbauen, ist sehr jung. Dementsprechend gibt es Bugs, es gibt Möglichkeiten, diese zu exploiten, und dann kann wirkliches Geld verloren gehen. Ja, habe ich, glaube ich, auch in einer Vorlesung in den News erwähnt, das war irgendeinmal Juni, Juli, wo sie da auch ein bisschen Geld verloren, also ein bisschen Geld, 8 oder 9 Millionen. Genau, es gab zwei Explorer, einmal 5, einmal 8 Millionen, genau. Und das als Beispiel ist jetzt hier auf der Blockchain-Ebene selbst, weil die Torchain ist eine Blockchain mit einem Ziel, DeFi, während dem Ethereum beispielsweise, Ethereum selbst, da gibt es keine Exploits mehr, aber die Smart Contracts, die du auf Ethereum deployst und selbst programmierst, die selbstverständlich haben auch ein Risiko. Und also sprich Uniswap oder Compound ist auf Ethereum selbst programmiert und diese Smart Contracts sind auch angreifbar. Und wenn dann halt ein Protokoll 3 Jahre lang reibungslos läuft, dann kannst du davon ausgehen, okay, da haben sich schon viele die Zähne draus aufgebissen, der Code, der verhebt, aber wie ja gesagt, es wird permanent weiterentwickelt und dementsprechend gibt es auch permanent Möglichkeiten und gibt es auch Hacks, also das ist so, das ist definitiv auch eine Risikoprämie mit einzurechnen, dass das Risk-Reward ist auch da, höhere Risiken, höhere Reward. Ja, wahrscheinlich deswegen sind auch die Zinsen dementsprechend höher, weil ich habe
ausgerechnet ungefähr 2,9 Hex pro Monat bei DeFi-Projekten seit Januar 2020. Ja. Also es wird dann schon ausgenutzt. Ja. Genau. Und da muss man halt einerseits seine Due Diligence machen, welche Teams, welche Projekte stimmt dieser Zins am ehesten mit dem Risiko überein. Und dann sollte man natürlich auch einfach das Geld einsetzen, wo man bereit ist, einen Teil davon oder vielleicht sogar alles zu verlieren. Mhm. Mhm. Genau. Und also wir haben jetzt uns den Swap angeschaut und den Liquidity, das Liquidity Mining, Borrowing Lending, kommt das auch noch, kommt das nicht? Was ist da auf der Roadmap drauf? Genau, wir sind da natürlich ein bisschen, nicht nur ein bisschen, wir sind da abhängig, wie schnell sich Torchain weiterentwickelt. Dort ist aber auf der Roadmap Borrowing und Lending drauf. So eigentlich was Compound anbietet, wo ich Krypto hinterlegen kann und dann kann ich automatisiert ein Darlehen dafür kriegen. Sie haben auch die Idee von einem sich selbst zurückzahlendes Darlehen, da ja meine hinterlegten Bitcoins beispielsweise einen Zins erarbeiten, kann ich mit diesem Zins mein Darlehen stückweise zurückbezahlen. So habe ich ein Darlehen, das sich selbst zurückbezahlt. Das sind Features, die für 2022 auf der Roadmap sind. Mhm. Und definitiv super spannend. Okay, und wahrscheinlich Flash Loans, denke nicht, dass es kommt, weil dort, wie gesagt, muss alles in einer Transaktion stattfinden. Richtig. Und hier sind wir im Multichain-Bereich, wo man dann auf einer Blockchain etwas machen muss, warten und dann auf der anderen dann. Richtig. Okay, ja. Also keine Angriffe mit Flash Loans. Flash Loans, nein. Nicht, okay. Das ist auch gut. Aber auch ein super spannendes DeFi-Instrument, was es in der traditionellen Welt nicht gibt. Und dass man zuerst mal verstehen muss und dann überlegen muss, was das überhaupt bedeutet, ein Flashloan, so ein Loan, ein Darlehen zu erhalten, das in derselben Transaktion schon wieder zurückbezahlt wird. Mhm. Ja, das Spannende oder das Verrückte ist, es ist ein Loan, wo es kein Collateral dafür braucht. Also man muss nichts hinterlegen, richtig, weil man sicher ist, dass man das Geld wieder erhält. Also eigentlich gar kein Loan, aber es ist doch wieder ein Loan. Also richtig. Irgendwie ein Loan für eine Transaktion, ja. Und ja, absolut. Mhm. Aber es wird gebraucht, also für die Arbitrage ist es unerlässlich und das AVE-Protokoll macht das ganz gut. Mhm. Dort kann man auch auf Flash Loans beziehen. Gut, wie sieht es mit Staking aus? Staking, vielleicht kurz. Also bieten wir auch an, aber vielleicht kurz zur Erklärung. Ursprünglich wurde der Begriff Staking verwendet, wenn man eine Kryptowährung in eine Proof-of-Stake-Blockchain hinterlegt, einloggt, zur Sicherung des Netzwerks und dafür kriege ich wiederum einen Zins. Der wurde dann ein bisschen ausgedehnt, wo ich jetzt auch Krypto staken kann, beispielsweise in einem Smart Contract, ohne irgendwelche Sicherungen von einem Netzwerk, lediglich ein Smart Contract, aber ich erhalte trotzdem aus diesem Smart Contract einen Reward. Und wieso macht man das? Aus verschiedenen Gründen ist es sinnvoll. Grundsätzlich ist es eine Incentivierung um das Verhalten der Nutzer zu steuern. Also wir haben einen Community-Topf mit, wir haben auch einen eigenen Token, den TGT-Token, und wenn du diesen stakest, da gibt es verschiedene Tiers und mit jedem Tier kannst du mehrere Features freischalten in deiner App, und zusätzlich aus diesem Community-Topf geben wir noch einen Reward, einen APY zurück, dass er zusätzlich noch incentiviert ist, einfach das App zu nutzen im Endeffekt. Mhm. Es hat aber keinen Sicherungseffekt wie, oder
dezentralisierenden Effekt wie bei einer Proof-of-Stake-Blockchain. Grundsätzlich hat es auch den Vorteil, dass wenn Tokens in einem Smart Contract gelockt sind, sind sie aus dem Verkehr gezogen, aus dem Supply. Das heißt, es ist eine künstliche Verknappung der Tokens auf den Markt. Mhm. Das heißt, Preisanstiege, aber auch nach unten, sind ja, das hat einen Einfluss darauf. Mhm. Weil weniger, je weniger im Umlauf ist, desto sensibler reagieren sie. Mhm, mhm. Das ist ja die Angebots- und Nachfragekurve, und genau, richtig. Wenn man das, den Supply zurücknimmt, dann hat das dann ebenfalls Einfluss auf den Preis. Wann wird dann diese App verfügbar sein, oder wann geht ihr live? Wir sind momentan in der Public Beta. Also man kann die App schon downloaden in einer Testflight-Version. Live gehen im Store innerhalb von den nächsten 10, maximal 14 Tagen und dann kurz darauf auch auf Android. Okay, und also für DeFi Swiss seid ihr das am Entwickeln. Ihr habt auch schon gesehen, hier in meinem Browser, wir von Axelra, wir sind auch mit dabei am Aufbauen, und die Frage ist, braucht ihr noch Verstärkung, wie sieht es mit dem Hiring aus, wie sieht es mit den Smart Contract entwickeln, Blockchain entwickeln, findet man dies einfach, was ist so dein Take? Ich würde sagen, mal unabhängig von Blockchain oder nicht, Entwickler sind immer gesucht. Und jetzt im Blockchain-Bereich ist die Auswahl dann noch kleiner. Von dem her auch sicher eine smarte Entscheidung, wenn man sich auf diese Nische konzentrieren möchte. Andere sehen es als Risiko, ich sehe es als die Technologie der digitalen Transformation der Finanzbranche. Sprich, wenn du dich darauf spezialisierst, bist du sicher. Das ist mein Take. Und ja, also es ist nicht einfach, Leute zu finden. Es gibt sie, aber nicht einfach. Wir müssen international auch schauen. Nicht nur in der Schweiz, auch wenn der Schweiz ein guter Standort ist. Und wir sind am Suchen von Native React-Entwickler mit Blockchain-Erfahrung, Smart Contract-Entwickler, jetzt aber auch beispielsweise Tornode-Entwickler oder der Tornode möchten wir selber einen betreiben. Da brauchen wir Leute mit Erfahrung. Also auch DevOps-Sachen, genau. Knoten betreiben und die ganze Infrastruktur aufsetzen. Okay. Genau. Okay. Gut, jetzt noch vielleicht eine Frage in die Zukunft. Du hast es ganz am Anfang schon angetönt. DeFi, wohin wird sich das entwickeln? Wird es alles ersetzen, oder wie siehst du DeFi in Zukunft? Ich glaube ja, es ist die Zukunft von der Finanzindustrie. Das bedeutet, es wird das uralte Legacy Systems oder generell einfach das Finanzsystem ablösen. Auch wenn es einen Prozess ist, wo die Technologie parallel existieren, ähnlich wie bei den Elektroautos und den Benzinen und oder Verbrennungsmotoren. Da ist es ja auch so, dass sich jetzt, ich würde sagen, die Autoindustrie geeinigt hat, okay, wir setzen auf Elektroautos und jetzt nicht irgendwie auf gasbetriebene oder was auch immer. Also sind jetzt mal Elektroautos, und es gab einen Vorpresche und jetzt haben alle nachgelegt. Und es gibt eine Zeit, da gibt es hybride Autos, Benziner gibt es immer noch, Verbrennungsmotoren, aber wir entwickeln uns in eine Richtung, wo wahrscheinlich eher das Luxusauto ein Luxus ist, für ein Verbrennungsmotor zu fahren, und alle fahren Elektro. Und ähnlich, denke ich, ist es bei den Finanzen. Nur muss man da vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger sein, weil es geht halt um Geld, nicht nur um ein Mittel, um vom A nach B zu kommen. Und überall, wo Geld involviert ist, sind auch die Interessen hoch,
von den bestehenden Playern das, das so zu belassen, wie es jetzt ist. Aber ja, ich gehe fest davon aus, dass Cryptocurrencies oder einfach die Blockchain-Technologie, wo die Cryptocurrencies darauf aufbauen, das Finanzsystem ablösen werden. Okay, dann vielen Dank für diese Einschätzung und auch vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Torchain, Tor Wallet, super spannende Themen und ja, mit DeFi Swiss, wenn wir jetzt diesen Boom uns anschauen, dann geht das sicher, wie man so schön sagt, to the moon. To the moon. Vielen Dank. Danke.